Nee, 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 Herr Wormser, mit der Uniform, da stimmt was nicht. Das ist Stöpfchen, Herr Hauptmann. Sowas kriegen bei mir sonst nur die königlichen Prinzen. Wie so ein frisch gewichster Pferdepopo. Messen Sie mal die Gesäßknöpfe nach. Die sitzen bestimmt nicht vorschriftsmäßig. Aber Herr Hauptmann, man könnte annehmen, Sie wären mit Gesäßknöpfen auf die Welt gekommen. Seien Sie still, Wapschke. Ich sage Ihnen, seit 20 Jahren bei der geringsten Schnodderigkeit fliegen Sie raus. Hallo und herzlich willkommen auf dem PEW-Infokanal. Peter und ich erklären euch heute, wie der Soldat in den ersten Monaten des Ersten Weltkriegs die Uniform angezogen hat, wie er sie vorschriftsmäßig tragen musste nach Bekleiderordnung und allgemein, worauf man beim Tragen der Uniform achten sollte. Ausrüstungsgegenstand, den wir euch jetzt ja einmal kurz erklären wollen, ist die Kragenbinde, die von den Soldaten damals getragen wurde. Einfach nur, damit der Kragen der Wolluniform beim Tragen nicht so sehr am Hals scheuert. Dieser hatte eine Schlaufe, da wurde dann ein Band reingesteckt. Wenn das erledigt war, konnte man sich das Ganze dann über den Kopf ziehen. Und danach wurde dann das Band zusammengezogen, hinten schließt dann alles bündig ab. Und dann konnte man die Bänder unter dem Latz zusammenbinden. Wichtig dabei ist dann, dass die ganze Kragenbinde später bei der Uniform nicht mehr als ca. 5 mm, also einen halben Zentimeter über den Kragen der Wolluniform rausschaut. Es gab damals auch noch Alternativen, wie zum Beispiel Halstücher, Schals, sowas, die wurden auch militärisch geliefert. Aber gängig war auch in diversen Farben diese Kragenbinde. Ihr habt jetzt einmal im Schnelldurchlauf gesehen, wie Peter sich angezogen hat. Das sind ja erstmal nur die ganz grundlegenden Sachen, sprich Feldrock, Hose, Hemd, Mütze, Helm, wie es in etwa zu tragen war. So, hier ist natürlich dann jetzt das Koppelzeug. Das ist alleine sehr schlecht anzuziehen. Deswegen machen wir das jetzt zu zweit. Aber hier kann man natürlich auch sagen, die Soldaten haben sich früher auch gegenseitig geholfen. Niemand war gezwungen, das alleine anzuziehen. Dafür war die Kameradschaft in der Kaserne da. Es gab so ein paar Besonderheiten, und zwar, es gibt 4 Koppelhaken an der Seite und der Rückseite des Soldaten. Und damit die Ausrüstung nicht verschrutscht, zum Beispiel das Seitengewehr mit der Spatenhülle, hatte man hier zwischen dem Seitengewehr, Schuh und der Spatenhülle diese Ritze. Und da wurde dann der erste Koppelhaken eingehakt. So, das hat natürlich den Vorteil, die Ausrüstung kann dann nicht mehr verrutschen. Dieser Koppelhaken hält dann schon mal die ganze Abteilung der Ausrüstung wirklich an Ort und Stelle. Weiter geht es dann an der Rückseite. Da war das dann so, man hatte hier noch den Koppelhaken und den zweiten Koppelhaken für die ganze Ausrüstung. Da war es dann so, dass der Brotbeutel getragen wurde zwischen dem rechten Koppelhaken. Da wurde dann noch diese Schlaufe mit eingeschlauft, damit alles an Ort und Stelle bleibt. Und die zweite Schlaufe vom Brotbeutel wurde dann hinter dem Koppelhaken auf der rechten Seite des Soldaten eingehakt. Und somit blieb dann hinten alles an Ort und Stelle. Später, wenn dann noch die Gasmaskentasche und zusätzliche Ausrüstung mit dazu kamen, wurden die dann auch teilweise mit einer Schlaufe hier noch mit eingeknöpft, so dass ich nichts mehr bewegen konnte. Vorne trägt der Soldat dann natürlich die Patrontaschen und
Die Patrontaschen waren im Endeffekt aufgrund ihrer Fertigung so hergerichtet, dass sie immer in etwa 3 cm vom Koppelschloss entfernt saßen. Das war auch später bei der Wehrmacht noch so. Aufgrund der Bauweise des Koppels konnten die Patrontaschen theoretisch auch nicht viel näher ranrücken. Das Koppelschloss wurde immer unten über dem letzten Knopf getragen, und zwar so, im Idealfall muss man ein bisschen ziehen und zuppeln, dass das Koppelschloss mit der roten Linie abschließt. Haben wir jetzt hier nicht ganz richtig, aber ihr könnt euch ja in etwa vorstellen, dass dann hier später das Koppelschloss auf der Seite mit der roten Linie abschließt und unten auf dem Knopf sitzt. Das wäre die korrekte Art und Weise, diese Ausrüstung zu tragen. Um das Ganze auf Höhe zu halten, konnte man sich dann behilfsmäßig auch den Brotbeutelriemen umhängen oder entsprechend den Tornister, der das Ganze dann auch nochmal auf der richtigen Höhe hält. Der nächste Teil der Ausrüstung wäre dann natürlich den Tornister. Auch der ist alleine unglaublich nervig anzuziehen. Aber auch das musste wieder kein Soldat alleine machen, weder in der Kaserne noch auf dem Marsch noch im Frontdienst. Da gab es dann immer Kameraden, die geholfen haben. Die haben dann auch geholfen. Als erster Schritt zum korrekten Tragen des Tornisters werden dann die Schulterklappen aufgeknöpft. Dann wird natürlich geholfen, in den Tornister einzusteigen. Man macht alles zu hinten, dass es vernünftig sitzt. Und danach macht man dann die Schulterklappen wieder zu. Und so sieht das dann aus. Im Idealfall, wenn alles korrekt sitzt, ist bei dem Tragen immer darauf zu achten, dass diese Niete sich immer im Achselbereich befindet. Wenn diese Niete im Achselbereich sitzt, so wie hier, dann sitzt der Tornister perfekt. Da kann er nicht viel wackeln und sitzt auch auf Höhe. Wichtig dabei ist nämlich auch hier hinten, dass die ganze Ausrüstung nicht über den Kragen hinausschaut. Also es muss wirklich mit der Schulter abschließend sein. So ist es die Vorschrift. Na, da muss man jetzt auch ein bisschen immer differenzieren zwischen dem, was Vorschrift war und was im Krieg dann stattgefunden hat. Einige Leute haben ja dann auch nicht immer ihren Mantel unter der Zeltbahn getragen, sondern auch Decken, wie in dem Fall hier. Und damit variierte natürlich die Höhe ein bisschen. Deswegen sagen wir nochmal dazu, das wäre die Vorschrift und nicht die Realität. Die unterscheidet sich dann manchmal immer noch ein bisschen. Und so wäre der Soldat dann marschmäßig angezogen. Mit Tornister, mit Patronentaschen und dann später noch mit Gewehr. Und so wurde dann ins Gefecht gezogen. So, Philipp hat ja jetzt schon was zur Ausrüstung erzählt, wie die ungefähr getragen wurde. Ich gehe jetzt nochmal zur Uniform ein bisschen genauer drauf ein. Also erstmal, was die Hose angeht, da ist es eigentlich relativ entspannt. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass die Hose, wenn sie nicht in den Stiefeln ist, nur bis Oberkante des Absatzes reicht. Also entweder bei den Stiefeln oder auch bei den Schnürschuhen. Das ist dann eben wichtig, wenn Schnürschuhe getragen werden, dass die Hose dann eben nicht zu hoch ist wie eine Dreiviertelhose und nicht auf dem Boden schleift. So, der Rock. Bei dem Rock gibt es diverse Vorschriften. Beispielsweise ist die Vorschrift, was die Ärmellänge betrifft, so, dass der Ärmel bis zum Daumenknochen reichen muss. Also bei ausgestreckten Ärmeln, bei heruntergelassenen Armen einfach. So bis zum Daumenknochen. Ja, also nicht wie später bei der Wehrmacht zum Beispiel, dass die immer ein bisschen kürzer waren. Hier sieht zwar aus, als wäre die Jacke ein bisschen zu groß ist, aber genau so muss es sein. So, dann gibt es die Vorschrift, dass der Rock, was den Oberkörper angeht, im vorderen Bereich faltenfrei sein muss. Die Falten, die dann entstehen, wenn die Ausrüstung und der Koppel alles angelegt wird, die sollen nach Möglichkeit an der Seite verteilt, da wo der Koppelhaken ist, entstehen, wenn dann Falten entstehen. Auf der anderen Seite sollte der Rock natürlich auch nicht den Träger einzwängen. Das haben sie so gemacht, indem sie die Arme über den Kopf zusammengeschlagen haben. Und wenn das möglich war, dann sitzt der Rock perfekt. Was den Kragen angeht, es gab die Vorschrift, dass man mit 2 Fingern in den Kragen reingreifen konnte und einmal von vorne bis hinten einmal komplett durchgehen konnte. Ein No-Go ist zum Beispiel, dass der Kragen an den Seiten oder hinten absteht vom Hals. Ja, daran erkennt man zum Beispiel schon sehr leicht eine Uniform, die einfach von der Stange gekauft wurde, also Größe M, L oder sonst was. Das war eben damals auch so, dass die Uniformen wirklich einigermaßen an die Körper
der damaligen Menschen angepasst war. Also so wie man hier zum Beispiel sieht, so ist es eigentlich richtig. Nach vorne hin konnte er natürlich ein bisschen überstehen, aber das ist ja auch nicht zu vermeiden. Mhm. Ich würde noch was zu Marshall-Leistungen sagen, weil viele Leute ja hier den Kragen offen haben. Ja, das ist mein Lieblingsthema. Ja. Es gab vor dem Ersten Weltkrieg in der preußischen Armee und in anderen deutschen Armeen auch natürlich noch eine Marscherleichterung. Die gibt es schon seit Jahrhunderten vorher. Was den feldgrauen Rock angeht, ist die Marscherleichterung, dass man oben den Haken öffnet, wie hier. So, das macht man dann an warmen Tagen, damit der Soldat nicht zu sehr Das macht man dann an warmen Tagen, damit der Soldat eben nicht zu sehr überhitzt, weil das, auch wenn es halt wirklich doof aussieht, aber es tut tatsächlich schon was. Also wenn es wirklich warm ist, man merkt, wenn man den Haken aufmacht, dass schon ein bisschen mehr Luft reinkommt. Im Ersten Weltkrieg war das allerdings so, dass es diese Marscherleichterung nicht gab. Das heißt, es wurde immer zu Dienstzeiten, wenn man im Dienst war, der Haken geschlossen, alle Knöpfe zu und der Haken zu. So, das sieht man auch immer wieder falsch gemacht, aber wirklich auch in Film und Fernsehen. Wenn die Soldaten im Dienst waren, hatten sie die Knöpfe zu und den Haken zu. Das Krätzchen auf dem Kopf oder die Feldmütze, wie sie genannt wurde, wird so getragen, dass sie 2 cm über den Augenbrauen getragen wurde und 2 cm über den Ohren. Was bei meinen größeren Ohren jetzt vielleicht ein bisschen nicht ganz passt, aber das sind immer so circa Angaben. Also bei den Regelwerken, da steht immer circa 2 cm. Natürlich ist alles von der Statur des Soldaten unterschiedlich. Ne? Also jeder Soldat hat eine andere Statur, das ist ja klar. Aber es ist so ungefähr so eine Faustregel, sagt man. Scheiße. Eine Daumenregel. Daumenregel. Pi mal Daumen. Aber das ist so ungefähr eine Aber so ist die Faustregel ungefähr 2 cm über den Augenbrauen und über den Ohren. Des Weiteren sollte sie über den Hinterkopf rübergezogen werden, was bei der Schirmmütze für Unteroffiziere und auch für Mannschaften, die Ausgehmütze, nicht der Fall ist. Da sollte sie nur auf dem Hinterkopf aufliegen. Und da war auch die Besonderheit, dass der Kopf oben an dem Deckel nicht zu sehen ist. Also das sieht man, wenn die Mütze ein bisschen zu groß ist, dann wölbt sich, wie hier zum Beispiel, die Mütze so ein bisschen nach dem Kopf. Also man sieht den Kopf oben durch. Und das war wirklich strikt verboten. Die Mütze sollte schön oben sozusagen auf dem Kopf aufliegen. Das sieht man auch oft auf zeitgenössischen Fotos, dass in der Zeit wirklich die Mützen so getragen wurden, dass sie minimal zu eng sind für den Kopf, dass sie nur noch auf den Kopf gelegt sind. Das war halt schick zu der Zeit. Des Weiteren wurde die Feldmütze waagerecht getragen, laut Vorschriften. Das ist aber ein Punkt, wo man sehr deutlich die Unterschiede zwischen Theorie und Praxis oder zwischen Regelwerk und tatsächlicher Praxis am Ende sieht. Denn es gibt tonnenweise Fotos aus dem Ersten Weltkrieg, wo es wirklich schick war, dass die Soldaten die Mütze auch schräg aufgesetzt haben. Das war aber laut Vorschrift verboten. Genauso wie den Deckel der Mütze seitlich oder nach hinten runter zu ziehen. Ne? Also es gibt ja auch das Klischee sozusagen, dass die Soldaten ihre Mützen so geknauscht haben. Das haben sie auch nach den Weltkriegen noch gemacht. Das war eben damals im Ersten Weltkrieg auch laut Vorschrift nicht gestattet. Dann kommen wir zum Lederhelm oder Pickelhaube, wie ihn die meisten kennen. Hier sieht man zum Beispiel auch noch den Überzug. Ne? Also zum Ersten Weltkrieg, zum Ausbruch und zur Mobilmachung wurden die Überzüge getragen mit roten Nummern drauf, jedenfalls für die Infanterie. Die Überzüge wurden natürlich auch schon Jahre vorher getragen, aber da eben noch ohne die Nummer. Also die Nummer ist so, für den frühen Ersten Weltkrieg ist das noch sehr charakteristisch. Der Lederhelm wurde so aufgesetzt. Laut Vorschrift müssen zwischen Ohr und Lederhelm 3 cm Platz sein. Also ungefähr 3 Finger breit
So, dann auch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so wie die Mützen und Hüte damals getragen wurden, so wurde eben auch der Lederhelm getragen. Also so eng und so an den Kopf des Trägers angepasst, dass er wirklich nur noch oben aufsitzt und schön viel Platz zwischen den Ohren und dem Helm ist. Zusätzlich dazu sollte die Vorderschiene, also hier vorne die Schiene des Helms oder des Visiers, so getragen werden, dass man gerade noch so die Augenbraue sieht, die Oberkante der Augenbraue. So sollte der getragen werden. Und natürlich, was bei Mütze und Helm gilt, dass der ungefähr gerade getragen wurde, aber das ist ja selbstverständlich eigentlich. Des Weiteren gibt es natürlich auch noch den Kinnriemen an der Pickelhaube. Der wurde runtergeklappt natürlich, wenn ins Feld gezogen wurde, also zu Feldeinsätzen, zum Manöver etc. Aber auch zu Paraden und Vorbeimärschen, so besondere Anlässe, da wurde der runtergeklappt und eben ums Kinn getragen. Ansonsten wurde er entweder unter dem Überzug getragen oder so wie hier eben sozusagen in Bereitschaft, also so, dass man ihn runterklappen kann. Noch eine Kleinigkeit zu den Tornisterträgern. Philipp hat ja das meiste schon erzählt, nur noch eine Kleinigkeit. Die Riemen, die waren ja dazu da auch, unter anderem, um die Ausrüstung, die am Koppel zu hängt, vorne, wo keine Koppelhaken sind, ja zu unterstützen, weil hier natürlich 90 Schuss eigentlich drin sind und das zieht natürlich schön nach unten. So, und dazu wurden die hinten eingehakt in diese Messingbösen und die müssen natürlich auch eingestellt werden. Die konnte man hoch und runter einstellen, je nachdem wie groß der Soldat war. Die müssen so eingestellt sein, dass man merkt, dass die Taschen von der Schulter getragen werden, nicht nur von der Hüfte, aber auch nicht so hoch, wie man es auch oft sieht, dass der Koppelriemen halt wirklich hochgezogen wird. Na, also darauf muss man immer achten. Ja, es soll unterstützen, aber es soll die Taschen nicht hochziehen. Wie ihr heute sicherlich gemerkt habt, in diesem Video ging es einfach mal weniger darum, wann, wo, welcher Ausrüstungsgegenstand eingeführt wurde oder wann er getragen wurde, sondern es ging wirklich ausschließlich darum, wie die Uniform getragen wurde und wie man es am besten anlegt. Wir werden euch dazu noch einen Link unten in die Videobeschreibung packen, da könnt ihr dann selber nochmal in der Bekleidungsvorschrift lesen, wenn ihr wollt oder nicht, wie auch immer. Das ist euch überlassen, könnt ihr gerne machen, ist sehr interessant, aber auch sehr viel. Wir werden in Zukunft, denke ich mal, weitere Videos dazu machen. Es gibt ja auch noch spätere Kriegsverläufe, man kann das auch noch mit der Wehrmacht machen, mit den Franzosen machen und so weiter und so fort. Also alles, was wir an Darstellungen da haben, werden wir wahrscheinlich auf kurz oder lang hier auf diesem Kanal da diesbezüglich nochmal behandeln. Und dann, ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, was ich doch sehr hoffe, und wenn ihr euch mehr solcher Videos wünscht, schreibt das gerne in die Kommentare. Wie gesagt, wir nehmen auch die Negativen, ihr könnt auch schimpfen, das hilft uns alles. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das gefällt, und ein Like und einen Daumen nach oben, was das Gleiche ist. Aber gut, manchmal verspricht man sich auch ein bisschen, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich lasse es mal so stehen. Ich sage euch einfach mal Tschüss, bevor ich mich noch weiter verquatsche. Ciao.